Am 21.02.2020 war es in Krems wieder einmal soweit. Die Zukunftskonferenz tagte im Dienstelsaal der Kremser Bank. Im Jahre 2005 wurde die Zukunftskonferenz zum ersten Mal ins Leben gerufen. Wir trafen den damaligen Initiator und wollten wissen, was sich so in den Jahren entwickelt hat. Es war eine Bewegung da, wo die richtigen Leute offensichtlich zusammengekommen sind. Es ist uns ja gelungen, in letzter Konsequenz die ganze Stadtpolitik dafür zu gewinnen. Und wir haben uns 2005 drei Tage lang mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart, mit der Zukunft beschäftigt und haben dabei meines Erachtens etliche Dinge angestoßen, etliche Dinge ganz anders vorgestellt. Und zum Dritten war es aber ein ganz wesentlicher Element, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Aber zurück zur aktuellen Konferenz. Was sind für Themen? Themen ist ein sehr zeitgemäßes Thema, das rasch angegangen werden muss, ist Klima und Energie, Umwelt, Stadt Krems. Das ist das eine. Aber wenn man die Geschichte anschaut von der Zukunftskonferenz, 2005 war die erste echte Zukunftskonferenz, die damals drei Tage gedauert hat. In der Zwischenzeit ist das schon die 15. Nachfolgekonferenz und wir sind jetzt noch immer mitten im Geschehen und arbeiten wirklich intensiv an der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, arbeiten daran, dass sie weiter prosperiert und vor allem, dass sie weiter lebenswert bleibt. Was erwarten Sie sich persönlich heute von den Themen? Ja, einen spannenden, erfolgreichen Nachmittag, wo dann alle weggehen können und sagen, okay, wir oder ich persönlich selber als Einzelner habe dazu beigetragen, unsere Stadt gemeinsam weiterzuentwickeln. Seit Anfang an begleitet die Kremser Bank die Zukunftskonferenz. Wir begleiten bewusst als regionales Institut diese Zukunftskonferenz. Sie war lediglich einmal nicht bei uns zu Gast, aber wir stellen die Räumlichkeiten für die Zukunftskonferenz immer zur Verfügung, weil wir es für notwendig und wichtig halten, dass man insgesamt jedes Jahr einmal einen Dialog über die Entwicklung, über einzelne Neuigkeiten und so weiter führt. Und da bietet die Zukunftskonferenz eine gute Basis. Wichtig wird es aber auch sein, und das werden wir heuer hoffentlich auch sehen, dass Projekte, die angesprochen werden, dann in der Zukunft auch realisiert werden können. Es wird nicht jedes Projekt realisiert werden können, aber wir halten es schon wichtig, dass in Krems auch weiterhin Impulse entstehen. Jetzt aber wirklich zur aktuellen Zukunftskonferenz. Stadträtinnen, Stadträte, Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, alle, die heute Beiträge liefern, geschätzter Hausherr, danke, dass du schon 16. Mal zur Verfügung stehst, aber vor allem geschätzte Kremserinnen und Kremser, geschätzte Sie alle, die sich heute nach dem Kurtanzen Opernball Zeit genommen haben und hier angekommen sind. Über 100 Kremserinnen und Kremser, natürlich auch viele Politikerinnen und Politiker der Stadtregierung, sind in den Dienstelsaal der Kremser Bank gekommen, um zu hören und zu sehen, wie es mit Krems zumindest einmal bis 2030 weitergeht. Nach den Begrüßungen durften dann auch die Experten auf die Bühne. Diplom-Ingenieur Reinhard Weitzer stellte den Plan für die neue Badearena vor, welche ja mittels Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Ein vollständiger Neubau in Frage kommt. Und der Gemeinderat der Stadt Krems hat in seiner Sitzung im September des letzten Jahres in einem Grundsatzbeschluss diesen Neubau auf den Weg gebracht. Christian Braun präsentierte das Konzept Stadtbus neu. Dazu ein paar Fragen. Herr Braun, in welchem Takt und wo fährt der Stadtbus künftig hin? Herr Grüß Gott, auch von meiner Seite. Die Linie 1 wird im 30-Minuten-Takt nach Grenzstein geführt. Aber es wurden auch Zukunftsvisionen vorgestellt. Ich werde das jetzt nicht machen, ich werde kein konkretes Projekt vorstellen, sondern ich werde Sie zu einer Reise einladen, zu einer Gedankenreise. Jetzt haben wir schon ganz viel Input, vielleicht ist es auch nett, sich mal auszurasten. Ich lade Sie ein, sich gedanklich einmal so in einen Urlaub zu begeben, vielleicht in einen Urlaub in eine mediterrane Stadt. Sie haben uns ja das sehr eindrücklich erklärt mit Urlaubsfeeling und so weiter. Ist das für Krems umsetzbar?
Ja, natürlich. Was ist an Krems anders als an Florenz, an Pisa oder an Padua? Es ist prädestiniert dafür und teilweise ist es ja wirklich mediterranes Flair. Es ist ja die Temperatur, es ist der Wein, nur der Platz für die Menschen fehlt. Bei angeregten Gesprächen wurden sicher viele Wünsche und Anregungen ausgetauscht. Aber was sagen teilnehmende Kremserinnen und Kremser? Also es gilt immer, das Positive aus so einer Zukunftskonferenz herauszuholen. Es gilt auf jeden Fall auch, dass die Vorträge nicht nur Vorträge bleiben, sondern dass das sozusagen auch in Projekte umgesetzt wird. Und was besonders schön war heute, war, dass gesagt wird, also dass auch die Bürgerbeteiligung bei gewissen Projekten, wenn sich jemand aktiv engagieren will, vorangetrieben werden soll. Also ich glaube, es ist extrem wichtig. Es gibt immer Nörgler und immer welche, die sagen, alles, was nicht geht, ich glaube, im Vordergrund soll stehen, dass man jetzt gemeinsam etwas tut. Jetzt haben wir ja sehr viel gehört. Auto weg, Begegnungszonen hinein. Wie verträgt sich das jetzt trotzdem mit dem Einkaufen in der Innenstadt? Grundsätzlich sollte auch Parkraum geschaffen werden. Die Innenstadt könnte ja autofrei sein, wie es auch in Graz zum Beispiel ist. Die Kunden könnten ja natürlich auch ein Stück zu Fuß gehen. Das ist heute schon machbar, wenn die Parkplätze vernünftig in einem gewissen Abstand von der Innenstadt sind. Aber grundsätzlich ist es sehr wichtig, die Kunden wieder fußläufig auch in die Stadt zu bekommen oder mit den Fahrrädern. Von dem Gehörten, wie verträgt sich das jetzt mit dem Vorhaben der Innenstadt, mehr Publikumsverkehr nach Krems zu bringen? Ja, es waren da sehr gute Ansätze da. Es ist natürlich das Thema Verkehr erwähnt worden. Man muss die Auto wirklich in die Parkgaragen bringen oder unter die Erde bringen. Dazu muss man die Parkgaragen freimachen. Man muss halt Parkgaragen schaffen. Dann ist das Problem gelöst. Dann gehört Grün her, Bäume her und dann kann man eine Piazza machen. Wir haben hier den Herrn Horst Berger, neuer Geschäftsführer des Stadtmarketing. Es wartet viel Arbeit. Haben Sie sich schon ein Bild gemacht? Ja, ich bin dabei. An und für sich schon seit dem Bewerbungsprozess, setze mich intensiv mit dem Thema auseinander. In den letzten paar Tagen, seit der fixen Zusage umso mehr. Ich habe schon viele Gespräche geführt, sehr viele interessante Gespräche. Ja, und wir werden mit März dann gleich mal richtig mit vielen Maßnahmen starten. Und ja, ich werde aber weiter noch viele Gespräche führen müssen. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung sich Krems weiterentwickelt. Wissen TV Regional wird auf alle Fälle weiter darüber berichten.